Auf dem Reichssportfeld trafen sich der Dresdner Sportclub und der Fußballverein Saarbrücken zum Kampf um die vierte deutsche Kriegsfußballmeisterschaft. Schon viele Stunden vorher begann der Zustrom der Zuschauermassen. 90.000 füllen das weite Rund des Olympiastadions. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Dresden schwarze Hosen. Für Saarbrücken. Noch sind beide Mannschaften fast gleichwertig. In der 50. Minute schoss Ertl das erste Tor für Dresden. Dresden bleibt im Angriff. Seine Spielführung wird immer überlegener. Gute Kombination der Dresdner. Aber Dahlheimer Saarbrücken hält den Ball. Tor für Dresden. Trotzdem gibt Saarbrücken den Kampf noch nicht auf. Vor Schluss. Kugler schießt das letzte Tor. Die deutsche Fußballmeisterschaft ist entschieden. Dresden hat Saarbrücken 3:0 geschlagen. Der Dresdner Sportclub ist zum ersten Mal deutscher Meister. Große deutsche Kunstausstellung in München. Reichsminister Dr. Goebbels eröffnete im Namen des Führers diese großartige Schau und nannte sie in seiner Rede ein stolzes Zeugnis für die ungebrochene Schaffenskraft der deutschen bildenden Künste im vierten Kriegsjahr. Trotz der Stürme des Krieges kann die Kunst in diesem gigantischen Schicksalskampf ihrer Aufgabe dienen. Hier einige der ausgestellten Werke. Nacht. Ein Gemälde von Willi Kriegel. Ein Bild aus der Sonderschau des Malers Peter Philippi. Und hier in der Sommerfrische vom gleichen Maler. Bergfeuer
von Heinrich Beran. OT-Arbeiter von Ferdinand Spiegel. Nach der Geleitschlacht von Richard Schreiber, Düsseldorf. Erinnerung an Stalingrad von Franz Eichhorst. Plastik eines Feldgrauen. Die Fischreiterin, eine Brunnenfigur von Helmut Liebermann. Morgenröte, eine Brunnengruppe von dem jungen Berliner Bildhauer Robert Ullmann. Eines der jüngsten Werke Arno Brekers, Die Schreitende. Der königliche Reiter, ein Friedrikus-Monument von Josef Thorak. Internationale Journalistentagung in Wien. Führende Journalisten aus 21 Nationen sind zu einer machtvollen Demonstration für das neue Europa zusammengekommen. Reichspressechef Dr. Dietrich begrüßt die Teilnehmer. Frau Fanny Luukkonen, die Führerin der finnischen Lotta-Sveas-Organisation. Reichsleiter Reichsminister Alfred Rosenberg sprach über den Weltkampf und die Weltrevolution unserer Zeit. Er sagte unter anderem, es gibt in den gewaltigen Ringen, in dem wir alle stehen, für Europa nicht zwei oder gar drei Wege, sondern nur den einen Weg des Kampfes bis zur letzten Entscheidung. Reichspressechef Dr. Dietrich schilderte in seiner grundlegenden Rede die einzigartigen Leistungen unseres Kontinents und nannte Europa das gewaltigste Schöpfungselement. Zum Schluss richtete Dr. Dietrich einen Aufruf an die verantwortungsbewusste Kulturwelt, sich einzusetzen für die höchsten sozialen Ideale und die größten moralischen Werte der Menschheit. In einem Flugsicherungskommando des rheinisch-westfälischen Luftkriegsgebietes. Feindliche Bomber im Anflug. Alarm für die Abwehr. Bei der Flakartillerie. Bei den Nachtjägern. Die feindliche Spitze hat die Grenze eines Sperrkreises überflogen. Fliegeralarm! Scheinwerfer spielen gegen Nordwest. Da, der erste Brite. Schweres Feuer schlägt ihm entgegen. Im Angriff meldet der Wehrmachtbericht empfindliche Feindverluste. Am anderen Morgen. Diese Aufnahmen stammen aus Krefeld. Wenige Stunden nach einem Terrorangriff britisch-amerikanischer Bomber. Das Innere der alten evangelischen Kirche steht noch in hellen Flammen. Im Laufe der Bombennacht in einer Befehlsstelle der Luftschutzpolizei. Hier strömen die einzelnen Schadensmeldungen zusammen. Von dieser Zentrale aus wird der gesamte Einsatz der Feuerlöschkräfte gelenkt. Aus den Nachbarstädten werden motorisierte Bereitschaften herangezogen. Mädchen und Frauen helfen bei der Gemeinschaftsverpflegung.
Das Essen wird in Feldküchen zubereitet. Es ist kräftig und schmackhaft. Die Feldküchen rollen zu den Verteilungsstellen, wo das Essen durch die NSV und das Deutsche Rote Kreuz ausgegeben wird. Auf dem Oberwilker Markt in Düsseldorf. Hier werden täglich bis zu 50.000 warme Mahlzeiten verteilt. Tausende von Broten werden täglich aufgeschnitten. Allein diese Verteilungsstelle gibt täglich 38.000 belegte Butterbrote aus. Für die schwer geprüfte Bevölkerung, die ihre ganze Habe verloren hat, wird das Menschenmögliche getan. Sie trägt ihr hartes Los mit bewunderungswürdiger Haltung. Das sind besonders gesuchte Ziele der englisch-amerikanischen Bombenschützen. Kirchen und Kulturdenkmäler, Kinder- und Säuglingsheime und Krankenhäuser. Unersetzliche Kulturgüter und Kunstschätze gehen hier der Welt durch die teuflische Zerstörungswut des Feindes verloren. Trotz schwerer Zerstörungen und erheblicher Opfer an Gefallenen geht das Leben weiter. Schon werden neue Oberleitungskabel für die Straßenbahnen gezogen. Über stromlose Strecken werden die Straßenbahnwagen geschleppt. Das Leid der Bevölkerung im westdeutschen Luftkriegsgebiet ist leer, aber ungebrochen ist ihr Widerstandswille gegen den britisch-amerikanischen Luftterror. In Südfrankreich. Die 60. Infanteriedivision, zu der jetzt auch das Regiment Feldherrnhalle gehört, ist zu feierlichem Appell angetreten. Der Führer verlieh ihr in Anerkennung des hervorragenden Einsatzes seiner SA im Kampf für das Großdeutsche Reich den Namen Panzergrenadierdivision Feldherrnhalle. SA-Obergruppenführer Jüttner spricht zu den Soldaten. Leutnant Kohlermann, der Kommandeur der Division. Auszeichnung besonders verdienter Kämpfer. Vorbeimarsch einer Kompanie in der bekannten braunen Uniform der SA-Wachstandarte Feldherrnhalle beschließt den feierlichen Appell. In Montenegro. Wie der Wehrmachtbericht meldete, haben hier deutsche und verbündete Truppen in wochenlangen, schwierigen Kämpfen starke bewaffnete Banden vernichtet. Ein Aufklärer wirft eine Meldung ab. Dort liegen die Schlupfwinkel der Banditen. Der Einsatzbefehl wird durchgegeben. Lastwagen bringen Einheiten der Waffen-SS in die Ausgangsstellungen für die befohlene Säuberungsaktion.
Luftwerfer und Artillerie zerschlagen die Widerstandsnester der Banditen. Gehen Stoßtrupps in mühsamem Aufstieg durch die zerklüfteten Berge vor. MGs streuen das Gelände ab. Eine berittene Abteilung fasst den Gegner in der Flanke. Das zusammengefasste Feuer unserer schweren Waffen vernichtet die letzten festen Stützpunkte der Banditen. Leuchtzeichen melden das Ende des Kampfes. Das sind die Rädelsführer der Bande. Die terrorisierten monatelang die Bevölkerung und gefährdeten den Nachschub für unsere Truppen. Jetzt werden sie ihrer gerechten Strafe zugeführt. Die Bevölkerung dankt ihren Befreiern. Der Bauer kann wieder in Ruhe sein Feld bestellen. An der Ostfront. Ein Grenadierbataillon rückt nach hartem Fronteinsatz in Ruhestellung. Schattiges Waldlager dient für die nächste Zeit als Unterkunft. Nach schweren Wochen ist hier gut Ruhm. Kleine Schäden sind schnell beseitigt. Unliebsame Mitbewohner werden ausquartiert. Endlich können auch alte Briefschulden erledigt werden. Reingefallen, hier saß doch ein Bube. Der Kiebitz weiß natürlich alles besser. Antreten zum Sport. Die Ruhezeit wird von den einzelnen Verbänden zu sportlichen Übungen und lustigen Wettkämpfen genutzt.
Löcher stechen. Der Wettkampf nimmt harte Formen an. Das ist schon freier Stil, aber der Erfolg entscheidet. Der böse Feind fliegt ins Wasser. Schach dem König. Uhr. Jetzt kommt der Wehrmachtbericht. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der Ostfront verlief der Tag ruhig. Nur an einzelnen Abschnitten kam es zu geringer örtlicher Kampftätigkeit. Auf der Straße zur Front rücken frische und ausgeruhte Divisionen nach vorn. Kompanien beziehen ihre Abschnitte. MG für Fliegerabwehr. Die Division hat ihre Stellungen bezogen. So wie hier steht der deutsche Soldat überall auf der Wacht zum Schutz für Volk und Reich.